So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Train Simulator Classic hier auf Kais Retro Games. Heute sind wir unterwegs mit der Baureihe 110 der Deutschen Reichsbahn, hier noch betitelt, also hier betitelt als 201-740-8, die gute Lok in dem Fall. Wie gesagt, ich habe mir das 204er Dovetail-Pack genommen halt eben und mir dazu noch ein Repaint besorgt, weil, wie gesagt, vom Wilbur Graphics die 110er ist ja recht schön und recht nett, aber im Vergleich zu der hier natürlich kein Vergleich und deswegen habe ich mir gedacht, die passt besser auf die Strecke hier. Hinten dran haben wir zwei Mitteleinstiegswagen, zwei Halberstädter, zwei BMHs von der Reichsbahn. Wie gesagt, mit denen werden wir dann halt eben hier auf dem nicht elektrifizierten Teil dieser Strecke von Bad Spendau nach Querleben fahren. Wir sind hier an einem klassischen Tag in der Zeitspanne zwischen 1984 und 87 in der ehemaligen DDR. Und werden halt eben heute wirklich dann dementsprechend die Fahrt durch die schöne nostalgische Winterlandschaft genießen. Die Strecke hier habe ich mir besorgt, halt eben von railsim.de, war so verfügbar in dem Punkt. Man braucht einiges an Zusatzmaterial, wie zum Beispiel die Strecke Münster, Freiburg und so weiter. Also man braucht 1, 2, 3 Payware-Strecken, damit das Ganze funktioniert. In dem Fall Rollmaterial ist größtenteils Freeware zu bekommen, halt eben hier der. Die Premiere bei dem Video ist ganz einfach der, dass ich hier diesmal bei dem KI-Verkehr nicht einfach nur die Züge ausgetauscht habe, sondern dass ich diesmal wirklich komplett jeden Zug einzeln eingesetzt und den Fahrplan dazu erstellt habe. Also ab jetzt ist dem Szenario bei mir im Train Simulator keine Grenzen mehr gesetzt. Hinzu kommt, dass ich mir von Train Motion die Dostos geholt habe und die nochmal optisch ein bisschen aufgewertet habe. Wir haben ja eh gleich sehen, halt eben, die kommen dann eh gleich reingefahren. Wie gesagt, hier sehen wir Bad Spendau halt eben mit dem Busparkplatz davor, klassisch für DDR-Scham, die Dominosteinchen, die berühmten Lampen, die aus dem aus der Ostzeit jeder kennt. Wie gesagt, ist ein schöner Bahnhof, man hat hier auch die klassischen Pragoton-Fallblattanzeiger, dazu noch dann dementsprechend auch hier die klassischen Bahnhofs. Und wie gesagt, alles mit sehr viel Liebe zum Detail, ich finde das echt schön in den Punkten, die Uhren sind animiert und rennen auch brav mit der Zeitspanne mit. Ah, da kommt schon der, ja, der örtliche Nahverkehr, möchte ich mal sagen. Können wir uns mal am Bahnsteig stecken, können wir mal die Einfahrt beobachten hier. So, da drüben fährt auch schon der nächste ein. Gleich neben uns. Also auf der Strecke hier tobt wirklich das Leben. Könnte man auch so sagen. So, es ist 12.02 Uhr. Wir sollten dann langsam losmachen, damit wir pünktlich mit unserem Fahrplan hinkommen. So. Auf geht's! Verlassen wir den Bahnhof, da drüben rangiert eine 106er gerade. Na, wie gesagt, die Szenarien, die hier mit drin waren, schön und gut in dem Fall halt eben, aber beim Beschaffen des Rollmaterials hat er so manche Sachen nicht so akkurat umgesetzt. Ich glaube, da hat der Ersteller einfach noch ein paar Feinheiten an den Zügen einfach verändert gehabt und infolgedessen war das so ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, von der groben Warte her. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, in dem Fall, ich würde ganz gern hier noch ein paar Feinheiten ein bisschen machen und hier so nur noch ein bisschen was abändern. Oh, drehen wir hier oben die Nervalli-Lampen auf.
oder beziehungsweise Lampenkombinat Nava, angesiedelt an der Warschauer Straße, das alte Nava-Werk. So, der erste Halt ist dann Bad Spendau Salzberg. Wie gesagt, ich finde, die Map ist eine nette Landschaft an dem Punkt, das kann man sich geben. Und wie gesagt, für eine Freeware-Map kann man da wirklich nicht meckern. Die ist wirklich lieb umgesetzt. So, drehen wir noch das Licht auf, damit es besser ausschaut. So, schalten wir mal den Motor aus. Und leiten wir schon langsam, aber sicher den Bremsvorgang ein. Vorswitchen. Hier rangiert gerade ein Hilfszug. Türen sollten wir eventuell aufmachen, dass die Fahrgäste hoch raus können. So. Wie gesagt, ich hoffe, das kleine Video macht euch schön Spaß in dem Fall halt eben. Ich habe mir da echt Mühe gegeben, das Szenario so lebendig wie möglich zu gestalten. Damit es auch nicht eintönig wird. Damit wir auch an allen Haltepunkten hier auf der Strecke auch halten können. Da haben wir zu schnell hochgetrieben. So, nochmal. Jetzt kommt er von selber. So. Ja, was gibt es Schickes Neues zu erzählen, weltpolitisch? Eigentlich nicht viel in dem Fall. Also zum Zeitpunkt, als diese Aufnahme hier entsteht, halt eben, wir befinden uns heute im Jahre 2024 am 14. Januar. Morgen soll ja die große Abschlusskundgebung in Berlin sein, zwecks der Bauernproteste, wobei da auch noch nicht sicher ist, in dem Punkt, ob das nicht doch noch länger andauern wird, das ganze Spiel. Da ist sich auch noch niemand einig. Da sind sie sich, glaube ich, selber alle noch nicht ganz schlüssig. Wie gesagt, wir werden sehen in den Punkten halt eben, die ersten haben ja schon gesagt gehabt im Vorfeld, dass sie weiter protestieren werden, sollte man halt eben nicht, sollte es nicht zu Neuwahlen kommen, zu wünschen wäre es. Wie gesagt, der Erscheinungszeitpunkt dieses Videos wird höchstwahrscheinlich 2 Wochen später nach der Aufnahme erst sein. Das heißt, da ist die ganze Chose entweder schon gelaufen oder hält noch an, das werden wir sehen. Ne, aufmachen kann man die Fenster leider hier nicht. Schade. Ein Versuch war es wert.
So, nächster Haltepunkt ist dann Tierpark Biraberg. Wie gesagt, hier sieht man halt eben, wir haben schon Displays drin und Co. Ist natürlich die, ja, wie soll man sagen, die überarbeitete V100 eigentlich aus späterer Zeit. Aber wie gesagt, ich fand das Ursprungsmodell von Wilbur Graphics jetzt nicht so berauschend. Infolgedessen war mir dann die Variante auf der Strecke einfach lieber. So, da kommt da auch schon unser Haltepunkt. Da haben wir eine Pfeiftafel infolgedessen. So, langsam ran. Dass wir da gut hinkommen mit dem Stehen. Ich möchte, dass die Fahrgäste alle zusteigen können. Infolgedessen muss ich da vorsichtig hantieren und nicht einfach wie blöd reinschießen. Ah, vorne steigt wer ein. Ja. Oh ja, da. Tatsache. Wo hier zwar der Tierpark sein soll, frage ich mich zwar auch, aber... wird wohl schon so sein. Vielleicht geht es ja auch einfach nur um die Region, dass die so heißt. Wäre ja auch noch denkbar. Na, abgewürgt, das war zu schnell. Jetzt kommt sie. Und ab über den Unbeschrankten. Wie gesagt, unsere Fahrt heute deshalb mit der guten 201 hier. Ganz einfach aus der Begründung, weil ich wollte halt eben die kleinen Haltepunkte jetzt hier auf der Strecke auch mit reinnehmen. Weil es gehört sich schon in dem Fall, dass wir da ordentlich fahren, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich ganz gerne alle Stationen mit reinnehmen. Zumal ich habe den KI-Kampf ja auch zeitlich so generiert gehabt für die Aufgabe hier. Damit uns wirklich an vielen Stellen auch was entgegenkommt. Und... ich sag mal so, damit es auch abwechslungsreich bleibt. Weil, ich sag mal, Pi mal Daumen abgörsten wird die Strecke dann wieder zweigleisig. Es ist bloß hier hinten das Verbindungsstück, was eingleisig ist. Und von daher, es gibt auf der Karte übrigens auch noch eine andere Verbindung halt eben. Da kann man dann von Querleben aus dann Richtung Welsleben fahren. Kommt, würde man dann im Endeffekt auch dann irgendwann, wenn man die Kehre nimmt, da wieder Bad Spendau rauskommen halt eben, also es ist wie ein Dreieck auf gut Deutsch, so angesiedelt. Wie gesagt, es ist eine fiktive Strecke, sie ist aber angelehnt halt eben an, ich sag mal, ja, an den flachen Teil im Harz. Gibt auch noch eine Strecke, die spielt in der Gegenwart. Eine Variante davon, und das ist halt eben die Ostvariante davon. Nur ich fand die Idee einfach so hammer, und vor allem, ich mag ja auch gerade bei der Reichsbahn so die, aber auch natürlich bei anderen Streckengeschichten immer ganz gerne die Nebenbahnstrecken. Die finde ich immer anreizender in dem Fall halt eben als jetzt die großen Hauptmagistralen.
So, wir erreichen Fürtherstadt. Oder Städt. Fürtherstetten. Wie gesagt, ich finde die Map echt lieb gemacht, so mit den Icarus-Bussen halt eben, Wartburg, Trabant, also hier ist wirklich alles mit dabei. Man muss man an der Stelle mal den Ersteller loben, auch von der Volkspolizei Fahrzeuge, sowie aber auch natürlich hier von der Ersten Hilfe, beziehungsweise vom Roten Kreuz, also alles da. Wie gesagt, finde ich echt toll. Übrigens, so ein Barkasten mit Roten Kreuz habe ich von, wie heißen die kleinen Steinchen zum Bauen da? Vom Blocks oder so ähnlich in dem Punkte. So, ist ähnlich wie Lego in dem Fall. War ein Geschenk von der werten Lebensgefährtin in dem Punkte. Fand ich eigentlich ganz niedlich. Wie gesagt, der KI-Verkehr an Fahrzeugen, den finde ich hier echt lieb, muss ich sagen. So, und damit geht's jetzt weiter. Ab Görsten haben wir dann sowieso wieder zwei. Also jetzt kommt erstmal noch der Haltepunkt Biere. Und danach kommt dann halt eben auch schon der Bahnhof Görsten in den Punkt. Ab da haben wir dann auch wieder etwas mehr, haben wir dann auch wieder regionalen Gegenverkehr. Weil da kreuzt es dann nämlich die eine Magistrale, über die dann auch diverse Zugverbindungen laufen. So, dann geht's auch schon über Land. Weil es war ja bei der Reichsbahn typisch halt eben, wie dann die V100 kam halt eben, dass man dann mittels dieser Loks halt eben, ich sag mal, den Dampflokverkehr auf diversen Strecken dann einfach abgeschafft hat. Beziehungsweise man hat dann einfach die Dampftraktion einfach, man hat dann einfach die Dampflok ersetzt halt eben durch diese Loks. So, da kommt auch schon unser nächster Halt. Die Station Biere. Das wird ein knappes Rennen. Oh, jetzt hier raus. Weil wenn ich hinten kick, ja, ganz gut eigentlich in dem Punkt. Und wir blockieren vor allem hinten die Straßenüberführung da hinten nicht. Den kleinen Treibelfahrt. Ah, da oben ist die Ortschaft dazu. Biere. Da können wir ja kurz mal einen Blick hochwerfen. Hier hinten, wenn wir kicken, hier die kleine Haussiedlung. Oh ja. Okay, ein kleines Nest. Eigentlich hier noch Häuschen. Gut. Wenn dann hinten die Fahrgäste soweit sind, werden wir dann auch weiterfahren. Können wir kurz hier in unsere Halberstädterin kicken. Ein bisschen schräg stehen wir. Gut. Die 5-Signaltafeln von der Reichsbahn im Endeffekt. Bei den Dampfloks war es ja dann so, da hat man ja an dem Stelle immer hupen müssen in dem Fall. Halt eben, das machen wir jetzt hier mit der Lok auch, als Vorankündigung. Aber das kennen wir ja schon von der Karte Usedom, da war das ja auch so. Ah, da vorne ist Holzfällerbetrieb.
Wir merken, es geht geländetechnisch bergauf. Wir dürften hier zwar eigentlich 100 fahren, aber in dem Fall, das macht jetzt recht wenig Sinn. Infolgedessen werden wir da ganz gemächlich fahren. Und dann ist das eigentlich auch gut. Sage ich jetzt mal so. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von der Deutschen Reichsbahn in dem Punkt. Ich bin ja selber aus dem Osten in dem Fall. Und wie gesagt, ich bin ehrlich, ich bin ein ehrliches Kind des Ostens. Ich liebe meine Heimat. Punkt. Da geniere ich mich auch nicht für. Nö, warum? Gibt vieles, worauf man stolz sein könnte in dem Punkt. Vieles, was im Osten entwickelt, erreicht, geschaffen wurde in dem Punkt, worauf man sehr stolz sein kann in dem Fall. Und da muss man sich nicht für genieren, ganz ehrlich, in dem Punkt. Warum? Nur weil es irgendwer behauptet, ihr sollt mich alle mal. So. Da kommt schon der Hinweis wieder auf ein Signal dahin. 1,76. Der Haltepunkt Görsten. Da kommen wir dann endlich auf die größeren Streckenabschnitte wieder drauf. Ein Kombi, ein Trabi. Oh ja, nettes kleines Örtchen. So. Schauen wir, dass wir da richtig zum Stehen kommen. So. Wunderbar. So, da hinten geht die Hauptmagistrale weiter. Mhm. Logisch. So, wir warten jetzt, bis unsere Fahrgäste zu hier gestiegen sind. Oder wenn wir uns auch dann auf den Weg wieder machen. Wie gesagt, netter Bahnhof. Ich finde auch schön die alten Säulen und so weiter. Alle drum und dran. Das finde ich ganz okay. Sieht optisch auch schick aus. Wie gesagt, schöne Karte, sehr schön erstellt halt eben. Ist angelehnt, wie gesagt, an diverse Bahnstationen im flachen Teil des Harzlandes. Aha, eine dicke, eine Babelsberger.
wo ich gerade übrigens Minul sehe, die Punkte, kennt ihn eigentlich? Kennt also hier irgendwer noch das? Die hatten ja ein eigenes Maskottchen gehabt, der Minul Priol. Falls den noch irgendwer kennt. Ach, guck mal hier, der ist natürlich, ne? Also, der ist super. Im Trabi rückwärts durchs Gelände. Der ist natürlich super, der Typ. So, nächster Halt ist dann Elberstadt oder Elberstedt, so. So, unser maximales Tempo ist maximal Tempo 100, deswegen nehme ich jetzt Fahrt weg und lasse den Zug einfach mal rollen. So, Türen sind offen, wunderbar. Da können die Fahrgäste doch einsteigen gleich. Perfekt. Wie gesagt, schöne Loks sind es ja. Schön kräftig in dem Fall. Dann inspiriert hat mich mal wieder unser lieber Herr Cavallo, der ja regelmäßig in seinen Aufgaben, wenn, was jetzt sage ich jetzt mal nicht ganz so funktioniert, die 110er aus dem Ärmel zaubert und sagt zum Thema, wenn, dann fahre ich mit ihr. Und wie gesagt, man muss sagen, recht hat er, ist ein robustes, zuverlässiges Teil. Also, da kann man wirklich nicht meckern. Ich meine, gut, Udo, ich weiß, du bist kein Fan von Dovetail Railworks. Ich weiß es eh, in dem Fall halt eben. Aber nichtsdestotrotz halt eben, wie gesagt, ist auch ein kleines Hochleben an dich in den Punkte. Weil deine Let's Plays finde ich auch super, die gucke ich mir immer ganz gerne an. Von daher. Oh, nächster Stopp ist dann in Stüß.
gut ist, hier geht es jetzt schön bergab. Das hilft uns natürlich beim Beschleunigen enorm. Jetzt erscheint da unten sogar schon auf dem Streckenmonitor die Ortschaft. Wie gesagt, ich habe schon so viel Let's Plays im Sommer gemacht, ich habe mir gedacht, ich fahre mal im Winter. Weil, wie gesagt, Winter im Osten war halt Winter im Osten. Also, gerade im Harz halt eben, wie gesagt, sehr bekannt dadurch, also sehr bekannt dafür, dass man im Winter immer Schnee hat. Von daher habe ich mir gedacht, das ist nicht so verkehrt in dem Punkt, das nehmen wir. Wie war das im Film NVA? Weil ich hier gerade so schön viele Nadelbäume auch sehe zwischendurch mit nebst den Laubbäumen. Wir verteidigen unsere heimischen Nadelwälder. Wir kämpfen vorwiegend in Nadelwäldern. Der Feind kämpft halt eben in Laubwäldern, Mischwäldern und anderen Wäldern. Also wenn Sie irgendwas Geflecktes sehen, dann können Sie sicher sein, meine Herren. Das ist der Feind. Von Neander Hausmann. Ja, der war super, der Film. Der war wirklich super. Bis zum vorderen Haltepunkt nach vorne. So, damit sind wir in Stüß angekommen. Der Ort mit dem vielen Verkehr. Und auch hier wieder Icarus-Busse ohne Gnade. Na, da kommt ein Gegenzug. So, unser ist schon fertig, na dann. Dann können wir rausfahren. Nochmal nach vorne zu dem hier kicken. Auch so ein kleiner Schnuckelzug, ja. So, Heckfördendorf ist das nächste.
kommt schon der nächste Bahnsteig. Da an der Brücke fehlt ein bisschen, was fällt mir gerade auf? Ah, jetzt sehe ich hier so ja die Tröpfchenlaternen mitstehen. Gut, kann sein, dass das eventuell vom Erbauer nicht mehr verbaut wurde. In dem Punkt, da muss ich dann, glaube ich, nochmal noch ein bisschen Ausbesserungsarbeit leisten und den nochmal ergänzen. Und das fehlende Stückchen hier ergänzen. Aber gut, lässt sich ja machen. Oder es ist gerade eine Baustelle. Auf jeden Fall macht es nicht viel Sinn. Aber wobei, eigentlich kommst du auch hier über die Straße so rüber, wenn du willst. So ist ja noch nicht. Wieder so ein Spezialkandidat, der rückwärts fährt. Neuner. Das muss ein Volkssport hier sein, anders kann man das nicht erklären. Oh, herrlich hier der Parkplatz. Barkers, Trabant, Wartburg. Herrlich. So, nächster Halt ist dann Heckfördendorf. Na, Blödsinn. Das sind wir ja gerade weggefahren. Querleben Nord wäre dann wär der nächste Halt. So, also ich rede da Blödsinn. Ah, die Volksarmee ist auch unterwegs. Bis Querleben bleiben uns ja nur noch 2 Stationen bis zum endgültigen Ziel. Dann haben wir da auch die Runde wieder geschafft. Also wenn ihr bis jetzt dabei wart zum Thema Super, dann freut es mich total. Wie gesagt, ist eine liebe kleine Strecke. Ich werde den Link dazu unten wieder in die Videobeschreibung packen, dass man sich das besorgen kann halt eben, wie gesagt. Aber wie gesagt, man braucht, es ist immer, wenn man in Railworks Freeway-Strecken wirklich nutzen will, also abgesehen von 1-2 tschechischen Strecken, die ich kenne, die sehr kurz bemessen sind zum Thema, ist es meistens für die anderen ein riesengroßer Aufwand, die zum Laufen zu kriegen. Wenn man es dann aber geschafft hat, muss ich ehrlich sagen, in dem Punkt, es ist schon ganz lustig. Und wie gesagt, vom Rollmaterial her zum Thema kann man da auch echt auf echte Schmuckstücke treffen, also... So, da kommt auch schon der Haltepunkt Querleben Nord. Da drüben kommt ein anderes Bahngleis gerade in den Umfang hier drüben. Ja, das ist der Verbindungsgleis rüber Richtung Welsleben. Auf dem Streckenstück werden wir auch nochmal eine Runde drehen, wenn wir sie auf jeden Fall noch gönnen im Güterverkehr. Aber das kommt dann im nächsten Let's Play, natürlich nicht in dem hier. Das ist natürlich ganz klar, weil das ja sonst viel zu viel wird.
Deswegen fahren wir es vor, weil da vorne ist ein Bushaltepunkt. Fernzug durch, der die Strecke als Abkürzung nimmt. Ah, der hält so ja hier. Tatsache. Nun brav. Sehen die Türen aufgemacht? Nee, hört es noch zu. Können wir reinkicken hier in so ein Metropa-Abteil? Ah, Verkaufsbar. Hier sind dann die Tische zum Essen. Okay. Mhm. Abteilwagen. Okay. So, wir müssen dann weiter. Bei der Lobmilla ist dann natürlich dann die Frage, wie lange die hier noch steht dann. So. So, dann kommen wir auch schon Richtung Querleben, Gleis 2, also eigentlich zu unserer geplanten Endstation. In 3 Kilometern und dann haben wir unsere Tour eigentlich soweit geschafft. Ich kann mir hier nochmal eine schöne Ansicht machen, so wie die vorbeiheizt. Und hier auf der rechten Seite kommt schon der Gleiszubringer Richtung Welsleben. Bisschen langsamer werden, weil das Stück hier vorne so, ist hier doch, recht weichenreich an den Punkten und komm mal da ganz entspannt drin, wir haben ja Zeit. Parkplatz da drüben ist so wieder voll. Guck mal hier, Minol Barkers, auch nicht schlecht.
Tür drauf machen. So, damit haben wir Querleben erreicht. Ich sage an euch nochmal recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt Let's Play Doof der Simulator hier auf Kais Retro Games. Und ja, wie gesagt, mit diesen Bildern verabschieden wir uns in den Punkte. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann bitte ein Däumchen da lassen nach oben. Wie gesagt, Kritik, Anregungen und Wünsche und Co. natürlich alles wieder wie gewohnt in unsere Kommentarspalte tun. Und ansonsten, wie gesagt, wenn es wirklich gefallen hat, dann abonnieren nicht vergessen, dann bekommt man aber die neuesten Videos an der Stelle. Und ich sage dann auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal.